Ventilator kann ich einschalten, super. Warum hängt man eigentlich immer diese Streifen an den Ventilator? Keine Ahnung. Vielleicht um zu sehen, dass er läuft? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ich sehe das so oft. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, um zu sehen, ob die Luftluft funktioniert. Also wenn es an ist, dann würden die Dinger ja fliegen, und wenn es nicht an ist, dann nicht. Und da siehst du auch, wie stark es läuft. Hast du noch was? You never cared about this stuff. Was ist das? A hidden data storage. The encryption is too complex for my hacking tool. I'm taking it with me. Okay. Might be able to decode it later. Okay, etwas, was ich mitnehme. Zum ersten Mal. So, was haben wir hier unten noch? Müllbeutel? Kann ich in die Müllbeutel so reingucken? Nee. Klamotten? Da ist noch ein Schrank. Auch nichts, okay, war auch nichts Interessantes hier. Ich glaube, das war nicht die Küchentür, sondern dahinter war ein Badezimmer da links. Da ist noch was. Oh. Ah. Ja, was sehe ich da was? Okay, müssen wir uns, glaube ich, weiter umsehen, oder? Ja. Okay, und mit Zahlen brauche ich. Zahlen. Schau mal, da war noch ein Raum. Wo denn? Links. Genau. Ich glaube, das, ja. Oh, das Bad hier. Okay. Da ist was. Nein. Okay, kann ich nichts mitmachen? Was liegt da? Wo? Ah, ne, sind Wasserhähne. Ein Wasserhähne. Furchtbar, diese Wasserhähne mit zwei, mit einem kalten und einem warmen Regler separat. Da ist noch was. Hier, was ist das? Okay. Ah, so kann ich es analysieren. Dosierungskontrolle empfohlen. Ah, das ist so, das sind so diese Synchronisierungsdinger, die ich brauche. Da muss ich ja immer, wenn ich hier drauf gucke, immer gucken, wie mein Status ist. Aber im Moment geht's noch. Siehst du das? Du hast hier diese, neben der Pillow. Neben diesen Pillending habe ich, wie hoch mein Status ist hier. Und wenn der zu niedrig ist, muss ich nachlegen. Okay, aber dann. Da hoch komme ich nicht. Nee. Trotzdem, wie komme ich jetzt weiter? Ich schau mal, wo die Kabel hinführen, die von dem Numpad weggehen. Tja. Hier hoch, in den Verteiler. Dann hier. Und dann gehen sie hier. Na gut, was sind die Gegenstände, die wir gefunden haben? Vielleicht die Nummernkarte, vielleicht steht da was. So, drauf. Jetzt bin ich auch voll da. Es tut mir leid, dass ich eben kurz weg war. Mir wurde etwas zugespielt, weil ich ja seit längerem Probleme mit YouTube hochladen habe. Okay. Mir wurde da zugespielt, woran es liegen könnte. Und tatsächlich, es funktioniert wieder normal. Sehr schön. Kann ich hier vielleicht? Offenbar hat ein Update bei meinem Antivirenprogramm nämlich dafür gesorgt, dass es meine Verbindung unter bestimmten Voraussetzungen drosselt, und durch einen Fehler hat es gedacht, der YouTube-Upload wäre etwas, das gedrosselt werden muss. Verstehe. Schau mal die Schrankwand an, ob du die aufmachen kannst. Die Schrankwand? Die da? Ja, das ist so ein Schrank, oder? Ah, tatsächlich, ich bin so gut. Hast du dich auch in deinen Spezialsichten hier mal umgeschaut? Ja, genau. Bisschen, ja. Noch nicht alles. Aber hier ist wieder nichts. Außerdem haben wir jetzt ja erst die andere Hälfte vom Schrank noch aufmachen.
Ja. Kann mich aber erstmal wieder zurückschieben. Hinter. Na komm. So, was haben wir hier noch dran? Ah, hier ist noch was. Auch Platino. Okay. Aha, lauter Computerteile. Prozessor, Platine. Ansonsten sehe ich da nichts. So macht das. Hast du jetzt falsches Spiel runtergeladen? Das ist eigentlich der Computerbausimulator. Ja, ja. Genau, Computerbausimulator, also könnte Leiche drin. Könnte natürlich 1984 sein. Ja, gib mal 1984. Ich versuche das mal. Ich versuche das mal. Zugriff gestartet. Ah, den 84. Ja, mein Geburtsdatum. So, wieder da. Lumi-Kerzin, wie kommt es, dass du in letzter Zeit so häufig streamst? Weil ich Urlaub hab, Lumi. Weil ich Urlaub hab. Weißt du schon, wie lange du heute ungefähr machst? Bis 0 Uhr. Ach, der Hutz, der ist richtig motiviert. Hutz ist ein 84er-Jahrgang, was sagt man dazu? Das ist richtig, aber, ja. Aber was habe ich jetzt aktiviert? George Orwell approved. Aber was hab ich da jetzt Zugriff gestattet? Du hast Zugriff. Guck mal mit deinen Sichten jetzt. Vielleicht hast du jetzt Zugriff auf irgendwelche Daten hier im Haus. Guck auch mal auf das Keypad ruhig. Das Keypad? Welches Keypad? Also du meinst auf das... Ja, vielleicht... Dass du jetzt Zugriff darauf speziell mit deinem... Vielleicht habe ich aber auf dem PC hier Zugriff. Da war ja so ein PC. Durchaus möglich. Vielleicht habe ich hier jetzt Zugriff. Nee. Hä? Warte mal. Das war irgendwas gerade. Hallo, was ist denn hier passiert? Da brauche ich gar keine spezielle Sicht. Was ist da jetzt runtergekommen? Das, worauf du Zugriff hast. Okay. Innenstadt im Fall. Tragischer Unfall. Oder aufrührerischer Angriff. Ails. Sie wissen es. Hör mal, ich weiß, du bist ein beschäftigter Mann, aber wir müssen reden. Jetzt. Ich glaube, sie sind mir auf den Fersen. Wirklich, dieses Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir gestern jemand nach Hause gefolgt ist. Und heute habe ich diesen komischen Typen vor dem Haus stehen sehen. Wenn du meine Sicherheit nicht garantieren kannst, bin ich raus. Ich habe so schon genügend Probleme. HN. Wer auch immer HN ist. Antwort. Schreiben. Komplikationen. Was unseren kleinen Kurier angeht, keine Sorge. Mit ihr komme ich klar. Sie ist nicht wie wir. Sie weiß, sie steckt zu tief drin. Und das macht ihr Angst. Du kannst von einem Kleinen hier nicht zu viel erwarten. Jetzt konzentriere dich erstmal auf deine Arbeit und überlasse das Personalwesen mir. Beruhig dich erstmal und konzentriere dich auf den Preis. JBS, toll, dass dir das Teil gefällt. Ich denke, es erfasst das Wesen dessen, was wir zu erreichen versuchen. Nein, ich will da drin bleiben. Dokumente. Korrupte Daten. Halt, bleib doch mal da. Heimsicherheit. I've deactivated the apartment security system, leaving the crime scene. Was? Hat das Sicherheitssystem deaktiviert? Irgendwie haben wir die Tür zugemacht, wahrscheinlich. Oder die Tür wieder aufgemacht. Ja. Was hab ich da noch so? Noch mehr? Nee. Hier kann ich nichts machen in dem. Nicht statt. Okay. Da ist noch was. Irgendwas war da noch. Guck hier. Da ist noch so ein Stick. Synchrosine refilled. Okay. Dann noch irgendwas. Da ist noch was. Was ist das?
A glitch in the system. Sigmund Freund. Future of Robotics. Genetics. DNA Blueprint. Es ist noch. Er ist noch motiviert. Warten wir die ersten Erschreckmomente ab. Das ist richtig. Warten wir die ersten Erschreckmomente ab. Okay. Weiß nicht, was es von mir will. Okay. So. Ich habe jetzt aber keinen weiteren Hinweis erstmal. Was ist das denn? Dazu kann ich mir nichts angucken. So auch nicht. Was will das von mir? Gehen wir, oder? Ja. Weiß hier gerade nicht, was ich noch machen muss. Weil das Problem ist, ich weiß auch nicht, wie mir das weiterhilft. Kannst du vielleicht jetzt den Glitch beseitigen mit deinen super Funktionen? Moment, kann ich gar nichts beseitigen. Welchen Glitch beseitigen? Da stand ja was von einem Glitch. Da ist noch was. Was ist das? Foto. So this is your apartment. Doesn't mean it's your body. Da hat er recht. Er muss nicht der Mörder sein. Er muss nicht die Leiche sein. Er könnte auch der Mörder sein. Und noch was? Für was ist denn genau deine andere Sicht? Also das hier ist ja für Technik. Das ist für Technik und das andere ist für Blut. Ah, okay. Da habe ich hier so, ne, da sehe ich Body, konnte ich dann hier so draufklicken. Hier. Aber hier ist nichts mehr. Er hat gesagt, mal, da ist noch. Tatort, also ich... Ja, nee, es hat nicht. Aber das hatten wir ja. Nee, bringt mir nichts. Okay. Ja, dann, hier noch irgendwie kann ich die Klamotten anklicken. Auch nichts mehr. Ja. Was passiert? Was passiert hier gerade? Ja, das bin ich aber nicht von da aus. This just doesn't feel right. You're still alive. No way. Ja, immer schön die Tür zu machen. Wollen wir nicht, dass noch einer einbricht? Weiß es nicht. Da kann ich irgendwas machen. Nee, kann ich nichts machen. Was ist das? Holo-Prom-Konsole. Okay. What? What do you want? Got a minute, sir. KPD. Oh God, they're here! The cleaners are here! Ja. Heh.
Mach dann eben auf. Okay. Den Mann hast du jetzt ganz schön Angst gemacht. Hi, this is Tom. And Irene. We hope you're having a positively peachy day. Oh, we sure do. Sadly, we're not in right now. But you can leave your message after the beep, and we'll get back to you as soon as we're home. Yay! Okay. Oh, I mean, beep! Ich hasse solche Anrufbeantworter. So übermäßig freudig. Das ist auch so eine Holocom-Konsole. Okay. Okay, hier war doch gerade eben noch eine Absperrung. Okay. Hier komme ich noch nicht rein. Tauben. Oh, mittlerweile komme ich ins... Oh, wow. Ja, du wolltest da rein. Korrekt. Irgendwas Technisches hier? Nö. Hier gar nichts. Ja, warum sollten wir hier Holz finden, ne? Weiß ich. Oh, hier ist was. Wir haben ein Bild mitgenommen. Da hinten dran noch was? Mal zu. Ey, man kann sich noch... Wie soll man denn... Ah! Ich glaube nicht, dass was hinter der Tür ist. Gehen wir weiter. Oh, ich will nur gucken. Wahrscheinlich kriege ich jetzt die Tür nicht mehr auf. Du sitzt jetzt für immer auf dem Klo fest. Nee, das ist gut. Okay, ist halt jetzt die Frage. Gehe ich jetzt an andere Türen auch klopfen? Und gucken, was da passiert. Kannst du machen. KPD, I need to talk to you. Get away from me, man. I got a piece on me, and I ain't afraid to use it. No, you don't. Now calm down. I'm just looking for some answers. Oh, I know how you get your answers. I got nothing to tell you. Du bist echt belebt. Ja, mit mir da wieder auch nicht reden. Okay. Nö. Ja, ich weiß nicht, was diese KPD ist, deswegen. Darko Police Department. KPD? I need to ask you some questions. Do you know what's going on? My holo projection got cut off. I can't get a signal. The building is under lockdown. No external connection. Not much we can do. Shit. Sounds serious. So, you wanted to ask me something? Frage ich ihn direkt nach dem Mieter? Oder erstmal nach irgendwas Verdächtigem. Ja, genau. Partner besprochene ABS, die Hölle. Ja, genau. Danke, dass du mich unterstützt. Wieso? Finde ich nämlich auch. Noticed anything suspicious recently? Anyone hanging around in a hallway? No, not really. Then again, I don't really go out much. Hey, you wouldn't happen to know when they're gonna fix the connection. Not that it's like super important to me or anything. I just need to know. Könnte eine Weile dauern, sag ich ihm. I'm not sure if anyone even knows we've been locked in. It might take a while. Oh, God. I mean, sure, that's fine. It's just, you know, the apartment feels very small all of a sudden. Kind of claustrophobic. Is it hot in here? I'm sweating something awful. Just take a deep breath. It's gonna be fine. Of course it is. Why wouldn't it be? I'm just gonna sit here and wait for them to fix it. Can you talk to me some more? It makes it kind of easier. Oh, was können Sie mir erzählen? What do you want to talk about? Yeah, you know. Gorski the Giant was fighting Killer Cromer today. You an AMA fan? Not really.
Sounds like you are. Of course I don't know who won since my projector went out. Why are my hands shaking? Ja, vorherige Abregnung. You've been living here long? Oh, well, I, it must have been at least 7 or 8 years. Ever had a lockdown before? I don't think so. I don't remember my projector going off. Ever. Okay, Zeitverschwendung. Sorry, I don't have time for this. Oh, okay. I understand. It's no problem. I'll just sit here, alone. God, I'm really starting to sweat like a pig. Hang in there. Okay. Interessant. Der hat zumindest mit mir gesprochen. Oh. Come here, quick. Ja. Der wirkt aber auch ein bisschen sketchy. What is it? What's up with the lockdown? Is it the phage? Was there an outbreak? Nein. A malfunction, more likely. You would say that, wouldn't you? To keep us at bay until the cleaners come. Oh God, they're coming for me. I don't want to die. Calm down. No one's coming. Oh, jetzt redet er nicht mehr mit mir. Die haben alle Angst vor dir. Ja, die haben alle Angst vor der Säuberung, weil es ja irgendwie eine Art, okay. Ja, die haben alle Angst vor den Cleaners, die Reiniger, die wahrscheinlich dafür sorgen, dass es keine Zeugen gibt. Nee, es geht um Seuchen. Wow, noch so ein Klo. Alter, die sind ja hier super ausgestattet. Biologisch gibt es ja auch nichts. Blut oder ich glaub, so. Das kannst du dir schenken. Ja, das Problem ist, ich kann ja damit Blut erkennen oder so, wenn irgendwo was ist. Ja. So, tjo. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach da hinten. Da waren wir noch nicht. Da waren wir da? Hier gibt's auch nicht für. Okay, der will nicht. Der will auch nicht. So, dann müssen wir wieder in die andere Richtung. Hier komme ich nicht rein. So, gehen wir wohl hier durch. Die 9. Machen wir hier auf. Schon wieder so ein Kinderbuch. Ne, das ist nochmal diese da. And Badge and I. Okay. Es wirft eigentlich die Frage auf, wie steht ihr eigentlich zu solchen Gehirnimplantaten, die die Wahrnehmung verbessern könnten? Könnten. Also wenn könnte. Sowas in Zukunft wäre. Ja. Also am Hirn möchte ich mir nicht rumfuschen lassen. Ich glaube, am Arme, Beine und sowas könnte ich mir vorstellen. Aber Gehirn? Also, wir wissen bis jetzt so wenig über das Gehirn, glaube ich, dass es... Ja, aber wenn es möglich wäre. PD, I need to talk to you. You broke it. No, you broke it. Puh, ich kenne wahrscheinlich genau spezifisch davon, was es tut. Und wie es tut, was es tut. Yeah, what's this about? Ja, Miete. Ja, ich nehme die Miete. Diesmal. Ja, nehmen wir die Miete. Dad, Tommy's picking on me. Shut up, snitch. I thought I told you to shut up. 7, huh? Nah, can't say that I know the guy. Okay, so it's a guy. Yeah, well, seen him once or twice. I might have a vague recollection. Could you give me a vague description? Maybe. What's it to you? Ah, ist halt die Frage. Er könnte mein Sohn sein, finde ich halt cool. Cooler als polizeiliche Angelegenheiten. Oh ja, aber warum finden wir das Team über den Nase? Ganz einfach. Die Leute hier haben alle Angst vor der Polizei.
Ja, aber wenn du sagst, das hat nichts Polizeiliches zu tun, dann reden die eher mit dir. Ja, I can tell. So, can you describe him or what? Young, probably in his 20s. Medium height, medium built. He wasn't very memorable. Irgendwas Verdächtiges. Have you seen anything suspicious around the building? Any strangers skulking around? Nah, I don't pay much attention to the other tenants. Bunch of losers. A lot of. You're so dumb. Not as dumb as you are. You're way dumber. Shut the fuck up! Not upstanding citizens like also Lumi sagt auch Verbesserung, ja, aber nicht, wenn sie sich am Hirn rumschrauben lassen müsste. Is that right? Ja, also ich muss sagen, so Gedächtnis oder so Verbesserung wäre halt schon da. Aber ich hätte viel zu viel Angst, dass erstens für Schäden, zweitens, wenn da irgendeiner ja, ich meine, wir wissen noch nicht mal, wie reinhackt oder sonst irgendwas, dann bist du am Arsch. Ja, wir wissen ja nicht mal, wie es funktioniert. Also ganz wichtig, Wolf, ist, du hättest bestimmt mit mindestens 20 Spritzen zu rechnen und damit ist die Sache gegessen. Ja, nicht doch. Du hast doch. Du hast doch auch Angst vor Spitzen. Ja. Warum tut mein Controller gerade abgehen? Würde ich mal deine Schädeldecke aufschrauben. auch noch dazu. Ja, aber das findet ja unter Narkose statt. Also da kriege ich ja nichts mit von. Na, wer weiß. Das wird wahrscheinlich unter örtlicher Betäubung laufen. Glaube ich tatsächlich jetzt mal nicht. Wer weiß, wenn wir von einer Zeit ausgehen, in der Gehirnchips möglich sind, vielleicht schaffen wir es ja auch, eine schmerzlose Schädeldeckenöffnung zu machen. Wer weiß. Oder ist wieder so ein Stick? Mein Praktikant hat auch irgendwie genau dasselbe Szenario schon mal angesprochen. Okay, wir sind jetzt hier. Er hat irgendwie gehört, dass Elon Musk wohl sowas entwickeln will. Ja, das hat er tatsächlich gesagt, aber ich glaube, das war eine Reaktion auf die Verschwörungstheorien, dass Bill Gates alle chippen will, was natürlich auch super funktioniert. Ja, vor allem, weil sowieso jeder iPhones hat, also warum brauchst du einen blöden Gehirnchip? Na gut, erstens, Bill Gates hat nichts mit iPhones zu tun, zweitens, ich habe kein iPhone. Ich auch nicht. Und da brauche ich schon wieder einen Code. Nein, oder aber generell, ja. Ich meine, jeder hat ein jeder hat. Bedeutet, ich komme aber hier nicht durch Smartphone. Ohne Code. Jeder hat ein Smartphone, die meisten haben Google. Genau. Oder eine Alexa. Man hat halt gar keinen Chip mehr nötig, wenn man alles über. Nö, überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, die meisten Leute, an die würde ich nicht mal denken. Geschweige denn den Chip einsetzen wollen. Genau. Die sind mir egal. Leute. Ja, und alle wirklichen Verschwörungen finden völlig offen statt. Meine, ihr Verschwörungstheoretiker, helft mir mal. Habt ihr irgendwo eine Zahl gesehen? Was für eine Zahl brauchst du? Eine vierstellige. Ja, wir haben ein Numpad wieder, genau. Ich gebe dir, weiß ich nicht. Also ich kann ja noch... 4, 7... Kann ja noch mal... mittlere Maustaste versuch's aber, zum nee. Hacken. Also, was? Ja, stimmt, hack das Ding doch einfach. Ah. Ich wusste gar nicht, dass ich hacken kann. So ist denn eine 4 kam drin vor. War ich so einem Viertel richtig. Du bist so gut. So, hier kommen wir weiter. Ach, cool. Ich kann hacken. Ist ja... Ey! Ich hab gesehen, dass offen war. Gerade eben noch. Sack. Gehen wir mal hier. Will auch keiner. Ein bisschen sad zu sehen, dass Krakau zu dem Zeitpunkt noch genauso aussehen wird, wie es heute aussieht, teilweise. Alter, was war das? Ein kleiner Roboter, wie es aussah. Ja. Ah, ein Spielzeugauto. Ach, mein Polnisch. Ist ein bisschen eingerostet. Neueste Reihe, genetische Spielzeuge für die Fantasie sind okay. Okay. Kannst du so richtig flüssig polnisch? Nee. Nein. Da ist schon wieder dieser Junge. A2. Ich hatte einen A2 in Polnisch. Und Polnisch ist so eine unglaublich schwere Sprache.
Was ist denn ein A2? Das ist der Sprachen. Man teilt Sprachen doch immer in den Grad auf, in den akademischen, den du erreichst. A1 ist das niedrigste Level, A2, B2, B2 plus. Und C1, C2. Ich glaube, C2 ist das Beste. Wir haben einen Cop around these parts and never, I guess. Well, you've got one now. Yeah, good luck. You're gonna fucking need it. Wow. Aber offenbar sind ja alle Leute bereits über 50, weil die stehen alle direkt vor der Kamera. Mhm.